Hallihallöchen, liebe Leute, und ich bin's wieder, Syrix LP, und ja, heute mit einem Gast zu Besuch, und zwar... Dem lieben Schoxi LP. Wie geht's euch, Leute? Ja, wir sind hier, es wird doch langsam Nacht. Ja, wir sind in meiner schönen Minecraft-Welt, wir sind noch immer nicht mit dem Haus fertig, wie ihr wisst. Und zwar habe ich ja mein Texturenpaket, das habe ich ein bisschen... erneuert, und ich habe gerade gedacht, ich habe eine Spinne gehört. Das ist nicht gut, ich verziehe mich mal in mein Haus, wo es hoffentlich sicherer ist als draußen. Glas haben wir noch immer nicht, aber dafür sehr viel Eisen. Wie, ja, ich weiß, war ein Creeper. Oh. Ja, es pisst. Jetzt machen wir Regentag. Regentag. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Geil. Ich kann ja gut mit Zauberstab schwingen. Was? Ja. Zuckungen. Also. Ja, Schenkelklopfe, das war's jetzt. Okay, komm, jetzt reiß dich zusammen. Merkt ihr, was ich vorhin zu dir gesagt habe? Also ich bin in einer Folge rumgerannt hier. Ich weiß nicht, ob ich die aufgenommen habe. Ich glaube, das hat nicht so gefunkt. Das war nicht so eine Burner. Aber ich habe dann halt Schafe gefunden. Die habe ich hierher gebracht. Und zwar mit ein bisschen Cheating. Aber da, zu dem Thema kommen wir auch noch heute. Denn ich habe jetzt Themen aufgeschrieben, über die ich und Shoxy LP drüber reden werden. Der Name Shoxy LP ist eigentlich von mir. Weil er hat Lyrics LP genommen, und da habe ich mich sehr drüber aufgeregt. Das wisst ihr, wie ich mich darüber aufgeregt habe. Da haben wir gerade eben gedacht, ja komm, da machen wir dir einfach jetzt kurz einen neuen Namen. Nimm ich einfach meinen alten Zockernamen, und ja, den hat jetzt, ja, daneben geschält. Ja. Ja, Lachfleisch. Ja. Und ja, jetzt werde ich hier erstmal drei Hölzer nehmen, mir ein Bett craften, damit ich auch endlich pennen kann und nicht immer die Nächte durchmachen muss. Das will keiner von uns. Also gehen wir in ein vorübergehendes Zimmer. Hol dir das Basic. Weißt du warum? Scheiße, was ist? Digga, ich krieg einen Anruf. Ach Gott, ich geh da nicht rein, Mann. Ich hab keinen Bock. Wenn ich letzt... sag ich später. Wenn ich letzt Place mache, muss mich keiner anrufen, meine ganz ehrlich. Weißt du, was geil, ne? Jetzt warte. Wartet mal kurz, Leute. Okay, nach kurzer Besprechung sind wir wieder da. Technische Störungen. Und ja, so, jetzt haben wir hier geiles Eisen. Jetzt habe ich eine Mitteilung. Die werde ich natürlich unverzüglich lesen. Natürlich nicht. Und ich habe wenig zum Futtern. Stimmt, ich habe ja hier Lehm. Ja, Ziegel habe ich jetzt. So, ein Ziegelstein. Jetzt zeigen wir das direkt auf. Sechs Ziegelsteine. Was zum? So, ist mir gerade jemand auch aufgefallen. Das habe ich mir selbst auch gedacht. So, 1, 2, 3, 4. So. Ja, ich weiß nicht. Kannst du durchgehen? Du musst nicht flippen sein. Ja, okay, zu unserem ersten... zu unserem ersten Thema, das wir aufgeschrieben haben. Hotelmama, was denkst du darüber? Asi, das 30-jährige irgendwas bei ihrer Mutter wohnt. Was willst du? Was soll das? Okay. Sucht euch einen Job, ihr Penner. Also, ja, er schaut sich mal etwas unerfahren in der Let's Play Welt, und er weiß noch nicht, wie man sich benehmen muss. Das muss ich ihm noch alles beibringen. Viel Spaß. Und ja. Nein, über das Benehmen. Und über das Zuhören. Denn das hast du gar nicht drauf. Ich bin ein Fond. Viel Spaß.
Also jetzt rede, jetzt, wir müssen darüber diskutieren, Mann. Also, wie, was denkst du über Hotel Mama? Keine Ahnung, das ist, ich finde es... Findest du es gut, findest du es auch schlecht, findest du das geil? Ich finde sowas von geil, Alter, das ist sowas von geil. Nein, also, aber ich finde es einfach nur... Bringt nichts, also, was soll das denn? Ja, Mann. Also ich finde das eigentlich echt geil. Guck mal, du chillst bei deiner Mutter, du musst keine Miete zahlen, gar nichts. Dafür wirst du vom Fernseher aufgenommen und von jedem Typen ausgelacht. Hä? Laberspiel. Das Fernsehen nimmt dich auf. Nein. Hotel Mama. Ist das dein Fernseher? Alter, wir reden. Hotel Mama, Digga. Ach so, das. Oh, sorry, Digga. Gott, beschütze mich. Lass mich. Ich hatte dich doch gar nicht. Spaß. Also, wie, ich meine jetzt nicht die Fernsehserie, Digga. Ich meine Hotel Mama. Ob du es geil findest, mit noch 20 Jahren bei deiner Mutter zu wohnen? Nee. Nicht? Willst du es machen? Nee. Du musst auch nicht sein. Ich finde es ja. Ja, kannst du dich auch wohnen, aber tschüss bei deiner Mutter. Ja, auf jeden Fall. Findest du das gut? Wartet kurz, wir müssen was besprechen. Also, wir sind wieder da, nach kurzer Besprechung, blablabla, papo. Auf jeden Fall schiebe ich jetzt etwas in dein Ohr. Nein, fast so. Was soll das? Es ist helllichter. Richtig geil, es ist helllichter. Okay, abgeschlossen. Ich bin für Hotel Mama. Ja. Ich nicht. Er findet keine Argumente dafür, also gehen wir gleich zum nächsten Thema rüber. Das kann ich nochmal speziell ohne. Das will ich sagen. Also los, sag das zweite Thema. Zeitmaschine. Oh mein Gott. Junge. Das Teil mag ich nicht. Ja. Das ist ein Schaf. Ja, ich weiß. Also, würdest du gerne eine Zeitmaschine haben? Ja, Mann, Alter. Echt? Warum? Keine Ahnung, ich würde irgendwelche Sachen machen. Okay, was? Ich glaube, ich würde... Was würdest du machen, wenn du eine Zeitmaschine besitzen würdest? Also viel. Ich würde erstmal wissen, wie die Disco-Zeiten waren. Oh ja, das sind jeder ein bisschen. Ghost, Vodka, Pizza. Pizza. Das geht so, also das Speed, das Crap hier. Also, ich würde in die Vergangenheit gehen und alle meine Fehler wieder gut machen. Ja, das würde ich auch machen. Alles Scheiße, wo ich gemacht habe. Einfach nur wieder gut machen. Einfach verhindern. Dass ich nicht so lustig verliere. Ja. Ja, das ist mein Bro, Digga. Das ist mein leiblicher Bruder. Nee, ich weiß nicht. Ja, also, was würdest du noch machen? Würdest du uns was gerne besitzen? Ja klar. Ja, okay, dann. Ja. Am liebsten würde ich jetzt noch was sagen, aber ich glaube, das ist nicht jugendfrei. Ja, sag. Ich glaube, ich würde eh das selber. Ich glaube, das muss ich zensieren. Dieses Gott, Alter. Ich glaube, das muss ich zensieren. Oh mein Gott, aus Red. Ja, willst du mal was sehen? Guck, ich bin so voll geil gespawnt hier, ne? Und dann guckst du runter, wow! Und dann bin ich so und da habe ich den Spawn eigentlich zerstört. Warte, war das ein Link-Spawn? Ja, Zombie-Spawn. Warum hast du es nicht gelassen? Ich weiß. Bist du den Monster-Fatter draus bauen können? Ich weiß. Oh, shit. Zerfällt. Bist du schon mal auf dem Schwein geritten? Ja. Was soll ich nochmal machen? Nein, Mann. Sattel. Du sagst selbst eine Sache. Ja, also Zeitmaschine, was würdest du dann noch so machen? Diskutier drüber, Mann. Ich bin hier der Player, du musst hier... Ja, okay, also was ich noch machen würde? Ja. Ich würde erstmal fett alles wieder rückgängig machen, was ich mit meiner Freundin angestellt habe. Okay. Also alles Schlimme. Achso, okay. Dann ist halt noch geschafft. Was ist das? Ist das cool? Ja. Was hast du gesagt, Katrin? Ja, damals, Alter. Da war ich auf dem Flip. Das ist gefallen. Ah,
Halt's nicht jeder mit großer Face hat eine Freundin. Ich sag nur Patrick aus EMG. Me gusta. Me gusta. Ja, Mann, Alter, das ist so episch. Mein Lachen war episch. Das ist nicht episch, das ist so round 7.1, Mann. Oder, warte, nicht passiviert. Solli. Sollweig. 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 Sollweig, Alter. Als Mädchen Sollweig heißen. Ich fühle mich so dafür schämen. Oder die Lache von Ding. Pascal, nein. Flori. Ja. Frank. Ah. Ja. Das ist so warte, geil. Ich lass mir Bart an. Was? Ach ja, ich lass mir Bart. Guck mal, hast du auf dem Boden gefunden? Ich. Wie nennt man sowas? Ich glaube, das nennt man Eis. Warte. Eisbahn. Ohne Kohle. Ohne Kohle. Okay, nächstes Thema. Alter, wir sind noch gar nicht fertig, Mann. Ich hab dir gesagt, wir müssen das noch schnell machen. Ja, okay. Also, ich würde dann noch in die Zukunft reisen, würde mir alle Fußballspiele anschauen und würde dann auf zurückgehen und dann tippen. Land. Aber bevor die angefangen ist und dann mal schön tausend Euro, was tippen wir da 100 Euro? Mein ganzes Geld, Mann, weil ich weiß, dass ich gewinnen werde. Wer wird es nicht machen, aber das ist ein Millionär. Oder, okay, jetzt ein neues Thema, das habe ich jetzt gerade eben erfunden. Kennst du den Film Jumper? Den Film? Ja, klar. Alter, hättest du gerne solche Kräfte? Boah, ja, Mann, Alter. Alter, ich will schwer, ich würde kurz Bank ausrauben, nach Ibiza gehen und dann mein Leben. Nach Ibiza? Ja. Spanien, Flanka, voll mit Ganja. Boah, wie stört, ich muss in 10 Minuten gehen. Ja, stört. Kommen wir dann jetzt zum nächsten Thema, oder? Alter, du gehst voll schnell rüber, Mann. Alter, ich muss in 10 Minuten gehen. Ja, okay, dann Schule oder Arbeit, Leute. Ja, Schule oder Arbeit. Was? Seid ihr schon so klug und Arbeit? Oder seid ihr noch so kleine Motivation, die uns zu tun dürfen? Digga, ich bin morgen. Ich bin morgen 9. Klasse, Alter. Ja. Scheiße war's, ne? Ja, Mann. Nee. Ich hasse es noch in der Schule zu sagen. Ja, du bist auch kleiner Schräg. Tu's mal. Okay, ich bin 5. Dann dürfte ich ja noch gar keinen Kanal spielen. Lol, da dürfte ich auch noch keinen Kanal spielen. Was willst du nicht? Ja. Hey, was glaubst du, ich darf Call of Duty spielen? Ich schwöre, ich mache dir kurz meine 100% ungeschnittenen Call of Duty Packung und stell's in YouTube, damit es jeder sehen kann. Tony, du weißt, dass ich... sorry. SirixLP, du weißt, dass ich will dich... die Gamer. Ja, Tony, du weißt, dass ich dich in MW3 fertig mache, genauso wie in MW2. Ja, und ich sag das, ich bin nicht so ein Suchtjude. Ja, noch ein Thema. Suchtjude oder nicht? Schreib mal in den Kommentaren, was du besser findest. Suchtjude oder nicht? Oder was seid besser gesagt? Ja, was ihr seid besser gesagt? Also ich bin hier der Call of Duty Suchtjude. Lass mich da raus. dann zum nächsten Thema. Hater. Wir sollen Hater diskutieren. Ich finde persönlich Hater sind unnötig. Die gehören gestört. Auch wenn das nicht bin. Selber, ich bin auch nicht. Aber das sind lieber... Dazu muss ich aber noch was sagen. Das sind die Röschenvögel. Er hat selber mal gesagt, für die Nachgucken, dass er Frauenhosen angezogen hat, weil sie ihm besser stehen. Alter. Nicht mal für eine Million... würde ich mir Frauen so einen Rock anziehen, würde ich sagen. Geld. Ja klar, Mann, Alter, ich bin fallen. Ich würde mir ja, ich hab's gesehen. Dass man von einem kleiner, süßer Klebermann kommt. Oh, Herr Klebermann.